die von ihr gequält wurden. Wer ist diese Baroness? Das wisst ihr nicht? Nee. Dann seid ihr hier eindeutig fremd. Ich bin Gerechtigkeit. Ich habe voller Zorn mit angesehen, welches Unrecht diesen armen Leuten widerfahren ist. Ich werde ihnen helfen. Wir lebten einst in der wirklichen Welt und die Baroness herrschte über uns. Sie hat unsere Kinder verschleppt und mit ihrem Blut dunkle, böse Magie gewirkt. Als die schließliche Anwesen niederbrannten, hat sie einen letzten Zauber gesprochen, der unsere Seelen hierher brachte. Wir sind seitdem hier gefangen und stehen noch immer unter ihrer Herrschaft. Dieser Geist kennt das nichts. Wenn wir ihm helfen, hilft er möglicherweise auch uns. Ich denke ja, dass die Baroness unsere beste Chance ist, hier wieder rauszukommen. Immerhin hält sie diese Leute ja auch hier gefangen. Sagt mir, Fremder, werdet ihr unsere gerechte Sache unterstützen? Die Baroness und ihre Diener sind mächtig, aber ihr scheint äußerst fähig zu sein. Eure Hilfe wäre uns willkommen. Ach, ich würde euch gerne helfen. Dann verfügen wir über die nötige Stärke, um die Baroness offen anzugreifen. Oh ja, ein offener Kampf. Das gefällt mir. Weniger Gerede, mehr Gemetzel. Sie haben doch gerade gesagt, dass sie eine böse und mächtige Hexe ist. Und die wollen wir wirklich verärgern? Wir könnten sie besiegen und sie dazu zwingen, uns mit ihrer Magie zu helfen. Wenn ich es mir recht überlege... In Ordnung. Ihr habt mich überzeugt. Ich plane, das Tor zu stürmen. Seid ihr dazu bereit? Na klar, wir sind immer bereit. Gute Leute, die Zeit ist gekommen, uns dieser Hexe im Kampf zu stellen. Ihre Verbrechen sind schon viel zu lange ungesühnt geblieben. Nun ist die Zeit gekommen, eure Freiheit wieder zu erlangen. Los. Treten wir das Tor ein. Ja, richtig so. Nach all diesem Geschrei dort draußen habt ihr euch also entschieden, hier einzudringen? Und das ohne Einladung? Verdorbene Zauberin! Lasst diese armen Leute frei und beugt euch der Gerechtigkeit! Gerechtigkeit? So nennt ihr das also? Und was ist mit ihnen, die mein Zuhause mit mir darin niedergebrannt haben? Ihr habt unsere Kinder geraubt! Mit ihrem Blut habt ihr eure Eitelkeit befriedigt! Genau wie es mein Recht war. Ihr habt auf meinem Land gelebt, auf dem Land eurer Herrscherin. Euer Blut war mein, ebenso wie es jetzt eure Leben sind. Boah. Eingebildet ist ja nicht gerade, hä? Ihre Leben gehören nicht länger euch. Was haben wir denn hier? Haben diese jämmerlichen Narren also noch mehr Unterstützung gefunden? Wir sind nicht mehr allein, Baroness. Nun endet eure Herrschaft. Rein zufällig bin auch ich nicht mehr allein. Oh. Der Sieg über euch und eure neuen Verbündeten ist mein Weg zurück. Das wollen wir doch mal sehen. Dann wird die Mutter bezahlen für ihren Verrat. Ach, wie niedlich. Ich hatte mir schon gedacht, dass ihr früher oder später wieder auftaucht. Wir müssen es beenden, sofort! Das graue Wächter ist gefährlicher, als ihr denkt! Ist das so? Wie ihr wünscht, Kreatur. Vernichtet sie und ihr werdet die Belohnung erhalten, die ihr erbeten habt. Genug der Worte! Es ist Zeit für die Schlacht! Alles klar. Jetzt sind wir dabei. Okay, der Erste, du wirst erstmal gelähmt, mein Lieber. Dann noch ein bisschen. Wir schaffen das schon. Yeah!
erste ist auch schon fast weg. Ihr Narr! Wieso habt ihr sie nicht vernichtet? Es sind zu viele. Es muss mich zurückschicken durch den Schleier. Sofort, bevor es zu spät ist. Oh, ich werde den Schleier öffnen. Ich schicke sie alle zurück. Ihr jedoch, euer Leben wird mir die Kraft dafür geben. Nein, nein. Tja, ich dachte ja, man sollte aufpassen, wen man als Verbündeten nimmt. Renne ich? Ja, kann mir eigentlich auch wurscht sein, Hauptsache ich komme zurück. Ja, auch nicht schlecht, wir sind endlich wieder da. Und ich brenne. Suppi! Hilfe! Oh. Was ist denn da passiert? Was? Wo bin ich? Was geschieht hier? Heilige Scheiße. Nein. Das ist die Welt der Sterblichen. Hinter dem Schleier. Und dies... Dies ist ein sterblicher Körper. Ich bin darin gefangen. Oh. Okay, das ist nicht schräg. Der Geist der Gerechtigkeit, wie seid ihr hierher gekommen? Die Hexe hat in ihrer Eile den Schleier durchtrennt und wir alle wurden hindurchgerissen. Sie ist ebenfalls in diese Welt gekommen. Könnt ihr sie denn nicht spüren? Die Baroness ist in der Nähe. Okay. Ja, wir haben sie schon einmal besiegt. Ihr verkennt die Situation. Die Baroness ist nicht sterblich. So wie ihr oder die Dorfbewohner, die sie gefangen hielt. Sie war einst eine Sterbliche. Doch nun ist sie ein Dämon des Hochmuts. Die Sterblichen, die sie gefangen hielt, dienten ihr als Nahrung. Die. Doch hier, in eurer Welt, wird sie etwas vollkommen anderes sein. Oh oh. Was also schlagt ihr vor? Der Schleier wurde durchtrennt und die Risse müssen geschlossen werden, damit nicht noch mehr Dämonen in diese Welt eindringen. Ich kann eure Waffen vorübergehend so verändern, dass sie die Magie des Nichts zurückschlagen können. Aber wenn wir die Baroness besiegen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, nicht schlecht, aber... Ach, und jetzt haben wir Christoph oder Gerechtigkeit oder wen auch immer. Ja. Ach so, das ist er. Ich wollte ja. Nathaniel. Alles klar, jetzt haben wir wirklich den guten Christoph. Ach, Gerechtigkeit heißt er jetzt. Na gut. Dann halt Gerechtigkeit. Ist doch auch nicht schlecht. So. Verteilen wir alles schön fleißig. Wir machen aus ihnen richtig schön Tank, damit sich das auch lohnt. Als Taktik natürlich Verteidiger. Ja, aggressiv kann bleiben. So. Na dann. Machen wir uns mal fertig. Ja, und der erste liegt jetzt auch tot da. Rüstung des Behüters, genau das meinte ich. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und ich habe schon wieder die falsche Taste. Sorry. Warte mal, da ist er doch. Templerstiel brauchen wir nicht. Schwert 2. Rüstung des Behüters. Plus 6 Stärke. Plus 1 Gesundheitsregeneration im Kampf. Chance, Distanzgeschoss auszuweichen. Plus 20 körperliche Widerstandskraft.
Ha, und außerdem sieht die auch sehr cool aus. Oder findet ihr nicht? Sieht doch super aus. Mal schauen, was hat der da? Schaden 8, okay. Dumats Stachel ist viel besser. Geben wir ihm das mal. Okay, Kumpel. Wir sind bereit. Jetzt werden wir langsam den Schleier flicken müssen. Wenn uns nicht schon irgend so ein komisches Vieh angreifen würde. Oh, ein Wiedergänger. Lame. So. Das sollte kein Problem sein. Komm schon, wir schaffen das. So. Der Riss wurde geflickt. Zumindest der eine schon mal. Oh. Warum habe ich gewusst, dass der das macht? So. Blöder Wiedergänger. Aber wir müssen jetzt auch noch die ganzen Risse finden. Na gut, sind wahrscheinlich weiter hinten. Ah, hier lang bestimmt. Aha, da ist ja eine Truhe. Und da drin sind die Stiefel des Behüters. Super. Tja, Gerechtigkeit. Jetzt wird's langsam was. Ah. Plus 8 Stärke, Sophie. Ich glaube, ich könnte euch dabei helfen. Na gut, dann versucht das mal. Rezeptur des starken Elixiers der Erdung. Naja, das brauchen wir nicht. Und irgendwie sind wir in der falschen Richtung. Na super. Na dann, wo ist der nächste Riss? Ach, ich sehe schon. Portal im Gut, Licht. Fangen wir an. Da sind sogar zwei Wiedergänger. Oh shit. Okay. Au! Müsste doch nicht alle so brutal sein, also sonst. Ist es. Okay, ich nehme dich lieber mal. Verstanden, flieht, solange ihr könnt! So. Ihr seid doch Weicheier. Gladiatorengürtel. Okay. Mal schauen, was haben wir hier noch so Feines? Ach, noch mehr Drachenknochen. Na dann. Ach, und hier sind wir auch bei seinem Lager gewesen. Super. So, wir haben doch eindeutig schon mehr gehabt als das. Du hast dich mit dem falschen Magier angelegt. Verlierst du die Nerven? Ja, ja. Kein Wunder. Jetzt Attacke. Die zerstörerischen Kräfte der Natur. So, das Portal ist schon mal kein Problem mehr. Verstanden. Kein Problem sein. Zeig mir, was du kannst. So, erledigt. Okay, irgendwo muss doch auch noch wieder. Ah, hier ist noch eine Truhe. Helm des Behüters. Okay. Gerechtigkeit, du hast einen hässlichen Kopf, also muss er versteckt werden. Ja, sieht schon viel besser aus. Und
Schrotz. Ich glaube, uns fehlt noch eine kleine Truhe. Mal schauen. Riss im Schleier. Beschwörungskreis. Riss im Schleier. Okay. Zur Sicherheit gucke ich lieber nochmal, wenn wer weiß. Ich will ja jetzt auch nichts zurücklassen. Ahaha. Wusste ich's doch. Handschuhe des Behüters. Damit, glaube ich, ist das Set jetzt vollständig. Ja, na jetzt sieht er wirklich gefährlich aus. Okay, jetzt kann die Baroness ruhig kommen. Jetzt haben wir alles. Denk mal, wir haben jetzt auch alle Wiedergänger getötet und auch alle Portale im Nichts geschlossen. Und jetzt wird automatisch gespeichert, denn jetzt kommt der große Bossfight. Das ist also die Welt der Sterblichen. Sie wirkt so öde, so starr und unveränderlich. Aber ich bin hier. Ich habe den Schleier durchquert. Die Geister werden neidvoll zusehen, wie sich die Sterblichen vor mir verneigen. Das wird nicht geschehen, Dämon. Ah. Ich wurde offenbar nicht als Einzige hierher gebracht. Wie ermüdend. Wie könnt ihr überhaupt hier sein? Ihr habt keinen Körper. Ich habe seit Ewigkeiten die Kraft all dieser Narren gesammelt, die in unserem Reich gefangen waren. Meine wahre Gestalt hat hier Substanz. Mir war nicht klar, dass ich die Welt der Sterblichen auf diese Weise betreten kann. Hätte ich es gewusst, wie auch immer. Jetzt bin ich hier, nicht wahr? Schon bald werde ich die Königin sein, die diese Welt verdient. Und ihr werdet mein erster Untertan sein. Naja, klingt verlockend, aber ich lehne ab. Okay, jetzt lehne ich erst recht ab. Alright. Die Baroness ist da.